So, willkommen zurück zu Let's Play Craft the World. Während wir ein wenig auf Mana gewartet haben, hat Biso ein kleines Nickerchen gemacht. Och, war das schön. Aber ich hätte gedacht, dass wir in der Zeit ein bisschen mehr Mana bekommen. Ich habe danach nochmal reingeguckt und da waren es gerade mal 19 Mana. Später habe ich dann nochmal ein bisschen laufen lassen, aber dann waren es 24 Mana, also so doll ist jetzt nicht. Liegt vielleicht daran, dass ich zwischendurch hätte die Maus bewegen müssen. Hallo. Oh. Oder einfach einmal den Bildschirm hätte wechseln müssen mit Spielen und dann wieder auf Pause drücken und so weiter und so fort. Doll ist nicht. Sag ich einfach mal so. 24 Mana haben wir. Auf geht's. Hoffentlich reicht das für die nächste Truppe, die sich jetzt auf uns zu bewegt. 25 Mana. Sehr gut. Bitte bleibt alle im Haus. Seid ihr sowieso. Hier geht auch keiner raus. Tür mache ich zu. Alle soweit erholt. Die nächste Welle kommt in 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Monsterportal geöffnet. Sie kommen von oben links. Ja, es sind wieder ein paar Goblins, die kommen von ganz oben. Das ist auch sehr interessant. Graben sich also rein in die Erde und landen dann unten vor unserer Tür. Töten! Sehr gut. Na, er kommt noch nicht her jetzt. Wunderbar, der Beholder, der wird unten bleiben. Und ihr macht schon wieder ganz normal weiter mit eurer alltäglichen Angelegenheit. Tja, da hatte jemand angegriffen, aber das ist vorbei. Gut, sonst kommt nichts. Sonst kommt nichts. Das ist aber toll. Schön. Wir haben uns hier auch richtig schön eingebunkert. Irgendwie kommen die gar nicht an uns ran. Höchstens mal von hier und dann oben aufs Dach und dann ist Schluss. Das finde ich toll. Dann können wir jetzt nämlich weitermachen im Untergrund und weiter graben. Wir wollten ja einmal sehen, was es hier noch so Schönes gibt. Eisen. Eisen mag ich. Und dann ist auch schon Schluss. Dann kommen wir nachher in ein anderes Gebiet. Okay. Eins, zwei. Letzte Chance vorbei. Bitte einmal aufmachen. Ach, der nur wieder. Irgendwann bist du dran. So, jetzt hat er natürlich auch wieder meinen Spielstand langsamer gemacht. Grabt euch mal bitte durch. Da sind die Goblins. Gibt noch ein paar Gerüste. Okay. Guck mal, der ist schneller, als der andere überhaupt graben kann. Oh, sie wissen, dass wir hier sind und machen das Chitin kaputt. Nein! Gut, wir bewegen uns dahin. Die Erde zittert schon wieder. Das nehmen wir wieder mit. Ah, kommt ruhig her. Lasst euch nicht von mir beirren. Und von euch selbst schon gar nicht, denn ihr habt sowieso nichts drauf. Man muss euch ja immer sagen, was ihr zu tun und zu lassen habt. Oh, Eisen. Sehr schön. Wenn das nicht ein bisschen Stahl bringt, dann weiß ich auch nicht. Jede Menge Kohle haben wir nachher auch noch zum Abbauen. Aber die ist ja vorrangig nicht so wichtig. Nicht im Moment. Na, wer will da oben machen? Unser Superzwerg. Gut. So, jetzt dürft ihr noch ein bisschen mehr graben. Und dann habt ihr es gleich. Nein, er kommt nicht mehr ran. Gut, neues Gerüst. Ach, das ist eine schöne Silberader, die wir hier aufgedeckt haben. Und es sieht so aus, als wenn die Goblins nicht zu uns kommen. Nee, die sitzen da oben fest. Am liebsten würde ich sie irgendwie festbauen. Bisschen Erde rein und dann müsste das eigentlich gehen. Aber dann müssten wir hier ein Portal machen.
Und dann bauen wir zweimal Erde rein. Und dann haben wir nicht mehr allzu viele Goblins vor uns. Da sind die auch schon wieder am Graben. Ja gut, lass sie machen. Achso, ihr seid schon wieder weg. Wo seid ihr denn hin? Weitermachen. Keine Müdigkeit vortäuschen. So ist fein. Okay, weitere Gerüste. Und dann bitte einmal nach oben graben. So ist schön. Kommen wir auch an das restliche Erz ran. Alles weghauen. Ihr seid super Zwerge. So will ich das sehen, ihr seid toll. Ich lobe manchmal zu viel. Sollte man nicht tun. Man sollte immer auf einem kooperativen Weg unterwegs sein. Macht sich am besten. Das nehme ich mal weg, dann können wir das da oben noch hinsetzen. Hier ist nämlich noch mehr Erz. Ich baue jetzt hier mal ein neues Portal hin. Oh, da gibt es noch viel mehr. Ist das schön. Oh, dann können wir das nächste bald in die Schleife packen, was sie zu tun haben. Denn wir müssen ja noch ein bisschen was fertig machen. Die Stahlleiter bringt nicht mehr allzu viel. Schön wäre der feste Rucksack. Dafür brauchen wir noch einmal Wolle. Und dann geht's auch schon an den Rest. Ich will diese ollen Dinger hier gar nicht machen, diese Gewehrläufe. Aber geht wohl nicht anders. So, Schluss. Mehr kriegen wir nicht, dann muss ich unbedingt Schwefel holen. Wie auch immer wir an Schwefel kommen. Im normalen Leben. Ohne Shop. Ist das Portal noch offen? Ja. Alles gut. Komm schon, alle Mann ran. So ist gut. Und den Chitinpanzer nehmt ihr mir auch noch mit. Ja, mit dem Stahlschwert geht das. Hunter. Ach, das eine Eisen kann ich da lassen. Gut, ab nach Hause. Sehr schön, dann nehmen wir die Gerüste noch mit. Haben's geschafft. Ausgezeichnet. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Eisen, das wir verplempern können. Und müssen überlegen, wie wir da jetzt weiter verfahren. Seile bräuchten wir ja höchstens für Bögen. Bögen haben wir noch einen. Oder Bogen, einen Bogen. Wir haben noch Nägel. Da mache ich jetzt noch einen Turm. Der muss ja auch gecraftet werden. Öl und Stahl, 1 und 2. Wie fahren wir dann fort mit der Turmspitze? Dafür brauchen wir bloß Schindeldächer. Im Prinzip also Ton, Wasser und Kohle. So, jetzt nochmal die Turmspitze. 1, 2, Ton und Stein. Okay, fertig das bitte mal an. Und dann gucken wir weiter. Dann müsste die Technologie so langsam durch sein. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich drück uns die Daumen. Nee, noch nicht. Okay. Quadratisches Fenster, ja. War auch nicht so teuer, aber es brauchte eben Glas und Glas wollte ich nicht unbedingt ausgeben. Reicht das? Es reicht. Ach, schön, endlich. Dann sind wir damit durch. Jetzt kommt die Glasvase. Oh, die brauchte Farbe. Aber Farbe geht. Farbe brauchten wir bloß Öl und sowas alles.
So, dann die Farbe selbst. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen dekorativer Schild, Topfpalme. Die war auch relativ einfach. Dafür brauchen wir nämlich bloß Wasser, Ton, den Eimer. Davon muss ich auch noch welche machen. Und Blätter. 4, 5. So, und bei dem Eimer, da machen wir jetzt gleich mal 9. Eimer. Braucht Bretter. Und Nägel. Logischerweise. So, 6 neue. Außerdem machen wir ein Fass. Das bedeutet ganz viel Holz, keine Bretter mehr. Das ist schön. Eisen. Nee, das ist Kohle. Eisen will ich haben. Und die Nägel. Und dann gucken wir mal, wie weit wir sind, wenn sie das alles fertig gecraftet haben. Ach, dann sparen wir auch noch mal ein bisschen Mana, bis wir das nächste Mal wieder irgendwo hin müssen. Wir haben ja schon mal Silber und alles besorgt. Und hauptsächlich geht's ja um Stahl. Wir können die Stahlproduktion nachher schon mal ins Laufen bringen. Ja, und dann müssen wir los Schwefel holen. Und Stein brauchen wir auch wieder. Okay. Werden wir einfach den Stein hier weghauen. Genau, graben uns hier unter durch. Das geht schon. Neue Technologie, fortgeschrittene Dekoration. Das ist toll. Das ist geschafft. Jetzt können wir uns um das hier kümmern. Den Schrank, den werden wir wahrscheinlich vorrangig machen müssen. Da haben wir gar keine andere Wahl. Denn an Wolle für die Teppiche und so kommen wir ja gar nicht ran. Dafür brauchen wir Wolle und die haben wir nicht. Textilstuhl braucht Stoff, haben wir auch nicht. Boah, jetzt wird's ärgerlich, jetzt wird's richtig grantig. So, erstmal hier ein Portal hin. Ich möchte, dass ihr hier Erde hinbaut. Ach so, ja, dann kommt raus. Und bei dir kaufen wir ein. Wir brauchen, was war das? Schwefel, ne? Oder wollen wir das hier gleich? Oh, ist aber verdammt teuer. Wie sieht's mit Schwefel aus? Ja, 2 pro Stück oder 4 pro Stück gleich für das Ganze. Dann sparen wir uns die Kohle. Ungerne. Ungerne, aber muss wohl. 1, 2, 3, 4, 5. Bitte mal einsammeln. Genau, bringt mal die Erde ran. Was war das denn? Oh nein, und der kommt jetzt nicht rüber. Alle mal die Unterkunft verlassen. So. Und das zweite Erdestück. Gut, zu. Wieder auf. Das da abfarmen. Und dann den Stein mitnehmen. Wunderbar. Die Frage ist, wie kommt ihr da jetzt hoch? Ihr könnt ja nicht an der Walachei hochklettern. Das geht ja nicht. Okay, das schafft ihr so. Dann ist ja gut. Na komm, abmachen, kaputt machen. Den Erdeblock könnt ihr noch mitnehmen. Da haben wir nochmal Stein. Okay, so, jetzt aber zu dem Gewehrlauf, dem Auslösemechanismus. Wir brauchen Öl, wir brauchen Schießpulver. Dahin, wir brauchen Nägel, haben wir auch nicht mehr allzu viele. Stahl, könnte besser sein. Und Kohle. 1, 2. Und danach brauchen wir die Pistole selbst. Dafür brauchen wir dann auch nochmal Stahl. Das heißt, ihr könnt schon mal wieder anfangen, Stahl zu produzieren. Wo ist Stahl? Das war weiter vorne. Oh, wie weiter vorne? Da. So, wie weit weiter vorne? Nochmal 22 Mal. Ihr wolltet jetzt nicht nach Hause, oder wie?
Ist auch gut so, ihr könnt gleich hier bleiben, dann machen wir hier weiter. Und zack, sehr schön. Vorsicht. Okay, abhacken. Jetzt laufen sie oben rum. Ah! Okay, alles gut, geht schon. Genau, bitte weghacken. So, das muss auch alles mit. Wo läufst du hin? Alle mal nach Hause. Manchmal schlimm mit euch. So, das machen wir wieder zu. Wo kam der her? Der hat sich auch gedacht, er macht mal hier eine Party. Das da bitte wegmachen. Genau, das mitnehmen. Und wenn das weg ist, dann kommen wir auch an den restlichen Stein ran.